Hallo liebe LC-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Last Chaos. Ich bin's wie immer, euer Patty. Ja, hier zurück in der LC-Welt. Und ja, einiges hat sich verändert. Ich habe heute im Laufe des Tages einige tolle Events genutzt, die heute stattgefunden haben. Das eine ist zum Beispiel auch das Level-Event. Doppel-EXP, SP bis zum 11.11. Also für die, also ihr werdet zwar eh erst später sehen, aber ich hoffe, ihr konntet es genauso gut nutzen wie ich auch. Schon von Level 92 auf 95 gelevelt. Und ein Juweleneinsatz-Event. Ich habe mir auch noch einen Jaguar gegönnt. Den habe ich auch schon ein bisschen auf Level 14 gelevelt. Und für alle, die sich wundern, weil im Titel ja sowieso No Cash steht. Es ist ja ein No Cash-Projekt. Nein, ihr seht's, ich habe kein Cash aufgeladen. Nein, das war noch das, was vom Event übrig geblieben ist. Die anderen, die ein oder andere dürfte es noch kennen. Das ist das, was die ganze Zeit, dieses Ein-Tages-Premium-Teil, was die ganze Zeit im Lager vor sich hingegammelt hat. Das wollen wir heute mal ein bisschen nutzen von dem letzten Last Chaos Event. Und ja, das dürfte ja eigentlich nicht verboten sein, ne? Wir haben es ja nicht selber aufgeladen. Ja, heute was ganz Besonderes. Ich hatte euch ja versprochen, wir wollen in den Arkane gehen. Durch das Juwelen-Event habe ich jetzt auch meine Rüstung verbessert. Ich habe die Waffe nochmal komplett überarbeitet. Also, die hat jetzt, ist sie zum einen, ist sie plus 16, ganz klar. Und zum anderen, also das minus 3 ist jetzt nur wegen des Premiums, hat sie jetzt noch Schattenangriff. Mein persönlicher Favorit und natürlich noch viele andere tolle Juwelen. Natürlich auch Korallen habe ich etliche mit draufgehauen. Und ich habe mir das auch einiges kosten lassen. Ne? Also auch der Jaguar, den habe ich mir auch für 9 KKK mitgeholt. Und wenn der Elefant dann soweit ist, ihn level ich jetzt noch nebenbei. Den Elefanten, der ist jetzt erst 44. Den möchte ich auch als nächstes weiter hochleveln. Wenn der dann fertig ist, geht es dann nochmal richtig an den Jaguar. Damit ich dann, ja, erstmal den ersten Level 60er Jaguar habe. Danach sollen ja noch 2 andere folgen, weil wir brauchen ja 3 Jaguare, um diesen Buff dauerhaft zu haben. Aber ich will jetzt nicht lang quatschen, weil ich habe vor, wie gesagt, mit euch in den Arkane zu gehen. So, da sich ja so viele Freiwillige gemeldet haben, machen wir es heute mal alleine. Oben seht ihr ganz oben in der Ecke, wir schieben es mal ein bisschen runter, wenn es geht oder auch nicht geht. Seht ihr Blue Angel, die hier so ein bisschen unter dem Namen versteckt ist. Einer meiner Farmchars heute mal im Spiel, die uns heute mal eine Gruppe bietet, damit wir in den Arkane können. So, der schwere Arkane von 90 bis Level 110 und es geht los. Da sind wir schon tief im Dunklen. Im dunklen Arkane, die Musik wird ganz duster und überall ist es natürlich schwarz, ne? Duster. Okay, da kommen schon die ersten Tempelwächter. Na, mal sehen, ob wir die hinkriegen. Ich muss natürlich, um den Elebuff wieder zu aktivieren, mein Mana so ein bisschen runterhauen. Und verliert direkt die Verbindung zum Server. Wie geil ist das denn heute? So, herzlich willkommen zurück im Arkane-Tempel. Nachdem unser ersten Monster uns gleich ein DC ja, gegeben haben, versuchen wir es jetzt erneut. Okay, hoffen wir, dass es diesmal klappt. Bisher geht's. Aber ihr seht schon, der Level 2 Juwel, der bringt auch Lichtjuwel mit der Rüstung. Der hat's auch ordentlich in sich. Dass wir keinen Schaden kriegen, ne? Obwohl, wir haben ja auch genug Spielraum mit 18.000. So, die ersten haben wir schon tot. Und der Elebuff ist noch nicht mal aktiviert. Wie gesagt, ich will ja jetzt auch an den Zweier arbeiten. Buffs habe ich mir auch mal gegönnt für 25 Kaga. Also, man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Können wir uns wenigstens mal das gönnen.
Und Korallen haben wir ja noch genug, wenn es zum Boss geht, dass wir da keine Probleme haben. Neues Sammel-Event ist im Übrigen auch am Start. Ah, so geht's doch schon viel besser, oder? Ja, noch haben wir nicht die Stun-Monster. Die könnten etwas schwieriger werden. So, die kommen nämlich da hinten jetzt. Zack, platt gemacht. Ja, natürlich. Einen trifft, den anderen nicht. Das ist nämlich das, was ich meinte. Aber wir haben auch eine gute Ausweichrate, weil ich habe natürlich auch bestimmte Tipps, die ihr mir hinterlassen habt. Ich habe das nicht vergessen. Bezüglich des Geschickes habe ich zu Herzen genommen. Ich habe auch viele Geschicklichkeitsjuwelen, Perlen und alles auch mit dabei. Alles konnte ich heute super nutzen. Durch das Event. Ich werde hier mal... Das ist jetzt doof, ne? Geh mal hier etwas weiter weg. So, wir brauchen nochmal den Elefanten-Buff. Na komm, Ele. So. Ah, das hat wohl doch nicht geklappt, den eher zu stunnen. Aber eine allein ist nicht so heftig wie drei, wenn die auf einmal auf dich draufschlagen. Aber ihr seht, hier gibt es auch mörderliche gute SP-Zahlen. 5000 SP alleine von dem einen. Also hier lässt sich auch nochmal gut nachformen. Aber das geht, glaube ich, nur einmal die Woche. Also, es sei denn, man hat eine Déjà-vu-Karte. Die kriegt man natürlich auch aus dem Laka-Spiel. Darauf, das kann ich euch aber später nochmal zeigen. Hier bleibt schön stehen. Okay. Ja, das war mir schon klar. Wieder schön gestunt. Gehen wir ein bisschen im Kreis, dann dürfte es auch gehen. Naja, gut, oder auch nicht. Das Nervige ist bloß dieser Stun. Ansonsten geht's eigentlich. Ele Buff ist aus. Und Speed. Speed Schuss. Der schnelle Schuss. Sehr gut. Holen wir uns gleich noch einen Speedrang mit rein. Dann geht's schon direkt weiter. Zu den nächsten Schildträgern. So. Ja, die lassen sich nicht gleich stoppen. Außer der eine. Die halten wir als erstes auf. Ja, genau deswegen. Der Rest zerstört mich eher nicht. Es sind bloß diese Schildträger, die nervend sind. Sehr gut. Aber im Übrigen auch für den Belfürst, für den Arcane-Tempel hier. Wir haben ja heute auch Doppel-SP-Event. Daher kommen auch nochmal zum Teil die großen SP-Zahlen. Aber auch im Allgemeinen lässt sich hier echt gut nachfarmen. Wie gesagt, wenn man die Déjà-vu-Karte hat, ne? Es geht weiter. Ah, nochmal. Ele-Buff, genau, sehr schön. Und wieder Windregen von Strayana, unser Sammel-Event. Heilung Trägheit. Gehen wir mal mit.
Jetzt kommt der Hammerschwinger. Bleib allem stehen. Und ein Schildträger. Na, los, komm, bleib nochmal richtig drauf. Sehr gut. Haut mit seinem Hammer auf eine Frau hier. Das kann ja wohl nicht angehen. Na, gleich den Windregen mitnehmen. So, die Treppe geht's weiter hoch. Tempelwächter. Gut, das dürfte jetzt gar kein Problem sein. Die sind eigentlich noch die Netten unter den Tempelwäschern. Und geben uns natürlich auch den Stern, ne? Alles positive Dinge. Außer der Schildträger, den ich schon wieder hier sehe. Die drei Schildträger. Ja. Einer trifft uns natürlich, der Rest nicht. Aber wir gehen erstmal wieder runter. Gerade jetzt geht der Ele-Buff aus. So, jetzt. Jetzt wieder rauskommen. Ja. 2, 1. Die gehen zum Glück nicht lange, aber wenn die es immer wieder drauf machen, ist das schon etwas kritischer. Ja, genau das meine ich. Jetzt müssen wir irgendwie aus diesem Bann rauskommen. Einen haben wir gekillt. Sehr gut. Die Reste stunnen wir jetzt einfach. Na, der lässt sich nicht stunnen. Na los, hau nochmal richtig drauf. Nicht du. Ja, nee, ist ja wohl klar, oder? Ach, Mann. Diese hasse ich. Also, das sind wirklich die Monster, die ich hasse. Mit ihrem blöden Dauerstun. So, jetzt nochmal Stun. Jetzt hauen wir mal einen Stun raus. Stun! Nein, kein Mana, kein Mana, kein Mana. Mana! Gut. Zum Glück sind die hier nicht überall. So, den haben wir beseitigt. Jetzt nur noch einer. Den Plöbe brauchen wir jetzt nicht so Stun. Aber das ist genauso wie in der Pyra. Wenn man runter will zu dem, zum Sandkasten, ist ja auch das Problem. Einen Augenblick, ich muss mal kurz. Upsala, Entschuldigung. Jetzt bin ich wieder da. Das ist blöd gemacht. Okay. Gut, nee, ist in Ordnung. Es geht weiter. So. Party, kleine Pause. So, jetzt wieder da. Kurz was umgestellt. Jetzt können wir wieder weitermachen. Der böse Fürst kommt. Okay, da kann es jetzt schon direkt losgehen. Unser erster Gegner. Natürlich ohne Ele-Buff. Sehr gut. Ele, weg. So, kurz Mikro mal richten. So, jetzt weiter. Schöner Lakering, den nehmen wir natürlich mit.
So, jetzt will ich mal gucken, ob wir hier die Hammerträger erstmal rauskriegen. Wir wollen es ja nicht übertreiben, nicht? Erstmal so wenig Konkurrenz wie möglich haben. Sehr gut. Den stunnen wir erstmal, damit wir die anderen fertig machen können. So, macht er allzu großen Schaden? Nö, es geht. So, wir hauen mal so drauf. Und, was mir gerade einfällt, für den besonderen Anlass gleich nochmal einen Dropsa mit rein. Natürlich brauchen wir erstmal einen Ele. So. Zack. Na, es dann hat nicht funktioniert. Wir nehmen mal mit dem Sternmitleid ran. Dann geht's vielleicht noch ein bisschen besser. Wir haben natürlich auch Türkis und alles mit drin, dass die HP gleich wieder schneller mit hochgehen. Die Ketten will ich demnächst auch nochmal ein bisschen mit verbessern. Weil so berühmt fand ich die, wo ich die mir heute angeguckt habe, auch nicht so wirklich. Außer die eine, die hatte zweimal HP-Absorb, aber die ist noch ausbaufähig. Die ist wirklich noch ausbaufähig. Und da, wo ich sogar die Ketten ja sockeln kann, wird da auch einiges Schönes mit drauf gepackt werden. Und du hörst mal auf, mich langsamer zu machen. Jetzt müssen wir dich ein kleines bisschen bestrafen. Natürlich schießt sie erstmal verkehrt herum auf ihn drauf. Aber unser erster Boss läuft noch echt gut. Oh. Und wir hauen die letzten Male drauf. Sehr gut. So, wir hauen gleich mal die Verteilung auf zufälliger. So, da können wir nämlich beide aufheben. Zack, gucken wir mal nach. Was gibt's Schönes? Da war leider nichts drin. Die war leider auch leer. Naja, gut. Der erste Gegner ist beseitigt und es geht weiter. Was haben wir denn hier noch Schönes? Jetzt müssten die dicken Klöpse kommen. Okay, wir werden schon herzlich begrüßt. Mit einer dicken Umarmung hier. Ah, aber die tun uns nicht wirklich Leid zufügen jetzt im größeren Sinne. Nehmen wir mal ein paar Heiltränke mit rein, dann geht das auch. Also, das ist ja nichts. Also, ihr merkt schon, ich habe das Gold gut investiert. Ich werde jetzt diese Waffe auch, dadurch, dass ich jetzt diesen Schatten mit draufgepackt habe, auch mit weiter nutzen, also weit weiter nutzen, diese Waffe. Und dieses Cover auf jeden Fall behalten, weil mir gefällt diese Waffe überhaupt vom Aussehen gar nicht. Also die alte Waffe hier, die 75er, ist die 75er? 73er meine ich, ja. Ich finde dieses Geburtstagscover richtig Hammer. Das habe ich euch ja, glaube ich, schon öfters gesagt jetzt. So, ich glaube, ich sollte mal wieder einen Speedbuff mit dran machen. Und dann geht's weiter im Arkane-Tempel. So, wir sollten jetzt erstmal, glaube ich, etwas weiter zurückrücken, weil die haben schöne AOEs. Die tun unserem Pet nicht sehr wirklich gut.